zumindest eine Lösung. Oh, wow! Was? Kann es nur so enden. Bin ich im Schwimmbad? Ich mag das Geräusch von verlassenen Sammelduschen nicht. Ich mag auch verlassene Schwimmbäder nicht. Ich mag es nicht, wenn das Bild ständig anfängt zu ruckeln. How the fuck do I get out of here? Damascus Erlebnis. Damascus.
nur eine Vermutung, aber ich denke, dass das alles rückwärts ist. Eine Blutdusche nehmen. Gott, man muss sich mal vorstellen, bei Frauen ist das ständig so. Nein. Ich will nicht zurück in die Halle. Boah! Das war Zufall. Irgendwas passiert jetzt sowieso. Ja, wir sind wieder zurück. Wir sind wieder zurück. Es regnet Blut. Es regnet Blut. Raining blood. Dripping off her shoes. I think. No. Just... I try not to step in the blood because I didn't want to leave tracks.
Scooter. Jeder. Der mich bei dieser Tortur bis jetzt begleitet hat. Oder per Zufall vielleicht in eines dieser Videobänder eingeschaltet hat. Weiß oder sollte wissen, warum ich diese ganze Tortur hier auf mich nehme. Und ich bitte darum, würdigt es. Würdigt es. Bitte darum. Betreten das Mineninnere. Eingesperrt worden. Kapitel 13. 1. Und diese Zeichen werden die Öffnung der Scheide der Hölle ankündigen. Die Nacht wird singen mit den Wettsteinen und Messern der Hebammen und den furchtsamen Klagen der Gerechten wie Sünder. Und das letzte Zeichen sei Werk des Feindes, der ängstlich war in seinem Gefängnis, greift in das Herz Saliban Noss, treuesten und liebsten Schülers, denn jener ist heimlich starrhältig und unbeschnitten im Herzen. Nachkomme Seths, Nachkomme Kains, denn das Älteste und Beste des Kindes und sein Blut bringt nur der Erde Leben. Der Geist des Anhängers stieg hinab unter den von Gott Verdammten und Verlusten und sprach mit ihm blind und badete in der Saat des spinnäugigen Lammes. Er sei Verrat. Verrat an Tempelgeld und an Gott. An Saliban Noss, der geliebt hatte und die Auserwählten zur Erlösung führen werde. Und Ketzer werden sich unter den Gerechten erheben und sie sollten tausende Qualen erleiden und 7x7 Schande vor dem Tod und dem Leben danach. Und seht, wenn der Prophet die Wahrheit spricht, sei das Kind im Leib der Märtyrerin von Furcht erfüllt. Ich will keine Furcht. Dennoch bin ich hier.
Spinnerköpfe mitnehmen an. Wer? Nein. Gott. Will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Get her back before the enemy cracks her womb. But they... Wait, Lynn? Have you seen her? They killed us. The lucky ones they killed. Get out. We have to leave. We have to go. Verfickte Scheiße. Wer ist das? Der Pilot ist tot. Nein. Nein. Die Schule damals schon gehasst. Nicht, weil ich schlecht war. Nicht, weil ich schlecht wurde. Gar nicht, wie es überhaupt mit meinem Batterievorrat aussieht. How the fuck do I get out of here? Das geht ja noch. Diese verschissenen Bildstörungen.
Jesus. Mehr kannst du nicht. Hey Jessica, bist du da? Hi, es funktioniert. So seltsam. Ich kann dich da drüben tippen sehen. Dreh dich um. Black against the machine. Ich gehe stark davon aus, dass wir das sind. Jetzt sollen wir uns umdrehen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich dachte, ich könnte jetzt vielleicht noch mehr erfahren. Sieht vielleicht noch ein anderer an? Ihrer? Ich kann nicht sehen, was war das auf deinem Bildschirm? Das Fenster, das du zugemacht hast? Nichts. Ich blöde nur herum. Ganz verstehe ich dieses Computerding noch nicht. Ich helfe dir gerne. Gemeinschaft, Unterstützung und Gebete für depressive und besorgte Katholiken. Wer hat Kontrolle? Ein Eintrag von 1995. Mein Mann sagt, dass alles aus seinem Grund passiert und Gott einen Plan hat. Er sagt aber auch, dass man sein Glück selbst machen muss. Wenn du willst, dass etwas passiert, dann musst du tun, was du kannst, um es möglich zu machen. Ich will ihm nicht sagen, dass er sich selbst widerspricht, das hört er nicht gerne. Und manchmal erhebt er die Hand. Ich habe das Gefühl, er hätte keine Kontrolle, doch trotzdem ist es meine Schuld, der Schlimmste aus beiden. Jessica hat geantwortet, so fühle ich mich auch manchmal, sehr oft sogar. Bist du eine Erwachsene? Antwort, ich bin fast 50 Jahre alt. Ich schätze, es ist albern, dass sich eine erwachsene Frau über so etwas Sorgen macht. Sollte überhaupt nicht hier sein? Jessica hat geantwortet, das ist nicht albern. Ich will nur wissen, was machst du, wenn dein Mann die Hand erhebt? Ich meine, tut dir der weh? Kannst du wegen jemandem in deiner Familie die Polizei rufen?
antwortet die ältere Frau wieder. Oh Liebe, es tut mir so leid. Kannst du mit einem deiner Lehrer reden? Okay, hier muss irgendwas Schlimmes zugestoßen sein. Irgendwann passiert bei so einer von diesen Nachrichten noch was. Oh,